Hallo und willkommen zurück zu Pot EM am Spieltag Nummer 2, an dem ich mein Team mit meinem Team Schottland gegen Arno Zumare und sein Team Deutschland spiele. Team Deutschland ist das Team, das ich gerne gehabt hätte und ich bin sehr traurig, dass ich es nicht habe, denn ihr seht es ja gerade vor euch. Es sieht nach einem Team aus, das ich sehr gerne gehabt hätte. Es hat Ariumons, es hat Monster, die man Mario spielt. Das ist mir einfach wichtig. Es hat The Root ist sehr strong. Es hat Rhyperior ist Jesus und unsterblich. Stack Attacker ist da, der ist nicht so krass, aber der nimmt auch mal einen Earthquake, der nicht investiert ist, weil der Death Stat einfach busted ist. Der ist nicht so krass wie der von Steelix, oder? Ist der so krass wie der von Steelix? Wie viel hat Stack Attacker denn jetzt wirklich? Stacker 211. Ich glaube, das ist so krass wie der von Steelix. Ich glaube, Steelix hat irgendwie 200 oder so. Ich gucke das jetzt nicht mehr nach. Aber der ist ganz solide. Und läuft da noch so ein Slowking rum. Slowking Gala, das ist, Generator halt. Der hat keinen Teleport, das ist cool, aber Generator. Und ist kein Water-Type, das... Ich weiß nicht, warum es in meinen Kopf nicht reingeht. Huch, da ist gerade was Lustiges passiert. Ich glaube, ich ziehe mal eben ein Kabel raus, dann passiert das nämlich nicht nochmal. Haha! So, Lustige ist halt an der ganzen Sache... der ist kein Water-Type und es geht nicht in meinem Kopf rein, weil in meinem Kopf sind Slowking und Slowbro immer Waters. Und die sind keine Waters. Ich darf das nicht ständig vergessen, aber es sind tatsächlich keine Waters. Das sind Poison Psychic-Types. Mega Blastoise ist da, der darf keinen Shell Smash spielen, das ist sehr schön. Der hat allerdings Rapid Spin und kann seinen Speed boosten und das ist nicht so cool, da muss ich aufpassen. Latios ist da, Latios ist gar kein Problem, weil ich habe den Latios-Konter, den besten Latios-Pursuit-Trapper, den ihr euch vorstellen könnt, in Form von Alolan Muk. Außer er ist physisch mit Earthquake, dann funktioniert das nicht mehr so gut, aber ne, grundsätzlich checken wir die Welt aus dem raus. Dann rennt da so ein Zeug rum wie Embor, der ist offensiv echt strong. Dem was reinzuwechseln ist schwierig. Rhyperior ist auch offensiv recht strong. The Root ist ein solider Pivot. Rotom Fan hat mir überraschend viele Probleme gemacht. Und wird er mir auch im Game machen. Also Rotom Fan ist schon ein Ding, vor dem man aufpassen muss. Der ist ein bisschen gruselig. Und Miss Majors ist jetzt nicht so der Threat. Was aber ein Problem ist, ist das Glass Cheer, das Eispferd. Weil das Eispferd ist auch scheiße bulky. Generell, das Team von Arno Zumare, das Team Deutschland ist scheiße bulky. Sylveon auch bulky wie scheiße. Es wird schwer, da durchzubrechen. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir müssen grundsätzlich eigentlich nur alles sehr krass chippen. Mit sehr krass meine ich ja so um die 80-70% muss alles sein. Und dann gehen wir mit Aegislash rein und gewinnen eigentlich. Aber das müssen wir erstmal schaffen. Von daher, es ist ein bisschen kritisch, aber wir haben sehr gute Chancen. Wir müssen halt, es kann theoretisch sein, dass es irgendwann 6-1 steht, aber das ganze gegnerische Team ist auf 70% und Aegislash kommt rein und gewinnt. Das werdet ihr gleich sehen, sobald ich auf das Team umschwenke. Ihr habt aber erstmal das Team von Arno gesehen und da fällt mir gerade was ein. Einen Moment, ich mache gleich einen Übergang. Und da sind wir auch schon wieder. Alles easy. Wir sind jetzt im Teambilder. Möglicherweise habe ich vergessen, das Team von Arno einzublenden. Potenziell habe ich das vergessen. Aber wir wären ja kein professioneller YouTube-Kanal, wenn wir das nicht einfach eben gefixt hätten. So, also. Das Team, das ich bringe, ihr seht es hier, es ist sehr wunderschön. Wir haben unsere Wincon hier direkt vorne, wie ihr sie hier seht. Unser Aegislash mit einer Weakness Policy und Autotomize. Mit diesem Autotomize sind wir, ja, nach dem Autotomize sind wir schneller als Latios. Was das schnellste Mon in seinem Kader sein sollte. Der Kader ist generell gar nicht mal so super schnell. Der hat so ein paar schnelle Mons, ne? Der hat sowas wie Latios, The Root Base 105 und dann kommt Miss Majors auch auf 105. Miss Majors hat 105, ne? Miss Majors, ja, auch auf 105. Aber alles andere ist halt langsamer. Und dann kommt, glaube ich, schon Rotom mit Base 86 und dann kommt Blastoise mit 78, also, ne, es ist nicht super fast, wir kommen da auf jeden Fall gegen an. Aegislash hat hier ein solides Speed-Tier, um da halt nach einem Totemize alles zu outspeeden. Man hätte jetzt überlegen können, ob man noch so Sachen wie Scarf, also Root outspeeden möchte. Aber, Fun Fact, dann bin ich nicht mehr so bulky, wie ich es gerne wäre und dann kann ich mir sowieso alles in die Tonne hauen und deswegen dachte ich mir, jo, das passt so. Das Ding hier soll, wenn möglich, erst am Ende reinkommen, wenn es gewinnen kann. Breaken wird es nicht, ich habe keine SD. Wir müssen halt. Was wir vorhaben ist, wir kommen mal sowas wie diese Root rein, wenn es nicht gescarft ist. Meinetwegen können wir auch auf Glass Trier reinkommen oder auf Stack Attacker, ist mir eigentlich absolut Wumpe.
Und dann drücken wir auf Totemize. Gegen Stack Attacker vielleicht nicht, aber grundsätzlich drücken wir eigentlich auf Totemize. Dann gehen wir auf plus 2. Im selben Turn werden wir von einem sehr effektiven Hit getroffen. Unsere Weakness Policy aktiviert sich. Dann sind wir auf plus 2 Attack, plus 2 Speed und dann zwiebeln wir alles um. So viel zur Theorie. Wir haben Close Combat, Iron Head und Shadow Claw. Ich habe keine Prio mitgenommen, weil ich hoffe, dass ich schnell genug bin. Und Shadow Sneak als Prio bringt mir ohnehin nicht was gegen den wahrscheinlichsten Scarfer. Und das ist so Jude, also jo, scheiß drauf. Mit Close Combat hitten wir ja, primär auch Sachen, die wir durch Iron Head treffen würden. Aber Close Combat brauche ich einfach, damit ich das Deck Attack auf Reliable loswerde. Und Close Combat macht auch mehr Schaden gegen The Root. Der Iron Head auf plus 2 ist da nicht ganz so das wahre Close Combat, braucht man dann schon. Der Iron Head ist generell unser Step. Der zwiebelt so Sachen um wie das Sylveon, das Glass Cheer. Der kann dem Rhyperior Damage machen. Aber Rhyperior ist bulky wie so ein Stück Scheiße. Dann nimmt den noch auf plus 2, wenn er muss. Da haben wir noch Shadow Claw. Shadow Claw eigentlich, also eigentlich wirklich nur für das, das Slowking. Klar, wir können mit Iron Head hitten, aber Shadow Claw ist ja einfach der stärkere Move. Der holt sich hier wahrscheinlich ja den Kill. Man hätte jetzt vielleicht irgendwas wie Night Slash vielleicht nehmen können, aber das bringt, lohnt sich alles nicht. Das lohnt sich alles nicht. Aber mit Shadow Claw fahren wir dann noch am besten. Und das ist unser Aegislash schon. Es ist sehr simpel. Es ist einfach, hau drauf, box alles um. Und darauf wollen wir gehen. Wir können halt einen. Wir können halt gegen so Sachen wie Non-Scarf The Root sehr gut für Autotomize gehen. Einfach weil er halt mit Dark Slariot einfach nicht killt. X-Slash ist halt einfach ein bulky Motherfucker und er nimmt das halt. Und dann geht's los. Dann haben wir Donphan mit der Custard Berry. Ich hatte Leftovers drauf, da habe ich mir irgendwie gedacht, fuck it, wo kriege ich hier Leftovers? Genau, es ist sehr kritisch. Und deswegen habe ich gesagt, pass auf, wir nehmen lieber die Custard. Ich kann Jocks legen. Das ist grundsätzlich cool. Ich habe Dorcas jetzt auch mal shiny gemacht, weil dann ist das mehr so in einem Rostrot-Ton. Ich finde, das passt mehr zu Dorcas. Also der ist halt, der hat Fähigkeit Sturdy, ne? Heißt, er nimmt einen Draco von Latios, wenn er muss. Legt seine Jocks und dann hat er die Custard Berry mit Gunkshot. Gunkshot ist geil, um The Root aus dem Leben zu nehmen. Ist geil, um das Sylveon wenigstens ein bisschen zu hitten. Earthquake unseren Step. Fistef, Sylveon nimmt unsere Earthquakes zum Frühstück, deswegen brauchen wir diesen Gunkshot für den. Earthquake aber generell ganz geil. Wir haben 160 Speed. Sind damit schneller als Sylveon, wenn es nicht Speed invested ist. Das ist ganz cool. 160 ist so ein ganz cooles Benchmark für dieses Team, mit dem man eigentlich die ganz langsamen Sachen outspeedet und dann halt nur noch Angst haben muss vor den, ja, vor allem was schneller ist als Blastoise. Oder halt offensive Ember, I guess. Ja. Und dann haben wir halt noch Knockoff. Knockoff ist cooler Move. Knockoff wollen wir haben. Wir wollen, wenn wir sowas, wenn wir Rhyperior gegenüberstehen, wir drücken lieber Knockoff als Earthquake. Weil unser Earthquake macht vielleicht 40% oder so, weil Rhyperior ein bulky, der hält mehr aus als der Mount Everest. Du könntest den Mount Everest treten und es würde den Mount Everest mehr jucken, als es Rhyperior jucken würde, wenn du den trittst. Also, mit Knockoff können wir dem wenigstens seine Leftovers wegnehmen und dann stirbt er schneller und das ist cool. Außerdem auf Knockoff was reinzubringen, ist generell immer Kacke für alle Beteiligten. Also außer für den, der Knockoff drückt, der freut sich dann. Außer der Gegner ist ein Terrakium, dann freut man sich nicht so. Oder ein Kobalium, das ist auch nicht so cool. Viridium auch nicht, aber kommt aufs Viridium-Set an. Aber das ist jetzt eine ganz andere Sache. So, Donphan mit Knockoff hier gut unterwegs. Gangshot gut unterwegs. Prio Gangshot könnte vielleicht mal halt irgendwie was erwischen. Prio Earthquake könnte vielleicht mal was erwischen. Prio Knockoff könnte was erwischen, sowas wie Latios. Also alles cool. Wir haben keinen Rapid Spin, weil wir brauchen den nicht. Denn wir haben auf Menz, auf Kenneth, der jetzt auch mal mitkommt am zweiten Spieltag. Ich sag auch mal, aber es liegt auch nur daran, dass ich wieder 6 Teams gebaut habe. Also für diesen Spieltag habe ich auch wieder 3 Teams gebaut, weil ich bin immer unzufrieden mit allem. Habe ich jetzt gesagt, nur 6 Teams gebaut und die wenigsten hatten Menz. Aber Menz ist jetzt hier mit Defog und Juice. Warum ich Defog habe, das ist eine ganz einfache Sache. Warum habe ich eigentlich Defog? Brauche ich einen Defog? Der hat keine Spikes. Der hat halt keine Spikes. Brauche ich eigentlich diesen Defog? Nicht wirklich, ne? Eigentlich nicht wirklich. Ich könnte eigentlich einen Defog runternehmen. Ich habe keine Spikes, die Jocks hinten mein Team, das ich hier mitbringe, gar nicht mal so hart. Eigentlich könnte ich halt wirklich auf Defog scheißen. Dann könnte ich halt tatsächlich irgendwie eine Hydro Pump mitnehmen. Die sehr angenehm wäre für Rhyperior. Oder ein Aqua Tail, I guess. Müsste ich aber gerade mal kalken. Wisst ihr was? Ich kalk gerade mal live und in Farbe. Salamence. So, da haben wir Kenneth. Der steht jetzt gegenüber einem Rhyperior mit dem Standard Aryu Investment meinetwegen. Einfach so ein fast Pulse Bedeath. So, und jetzt haben wir einen Aqua Tail.
Aquatel macht 61 und die Hydropump, wenn wir jetzt mit diesem Investment ankommen würden, Hydropump macht genauso viel, 1 zu 1 genauso viel. Okay. Also das ist interessant. So, andere Option ist natürlich, wir könnten einfach Wish spielen. So Wish, Juice, Earthquake, Will, Wingbeat oder wir nehmen halt einen Dragon Dance mit. Oder wir nehmen halt einen Dragon Dance mit. Ich sehe halt Dragon Dance gegen das Team so gar nicht, ne? Absolut gar nicht. Also die Optionen, die ich habe, sind Wish oder Aquatail. Einen von beiden nehmen wir. Und ganz ehrlich, ich fühle mich mit dem Wish, glaube ich, ein bisschen sicherer. Dann haben wir halt hoch Wish Roost. Wish Roost ohnehin geil. Wir recovern halt nicht so super viel. Aber das würde bedeuten, dass wir zum Beispiel Iggy Slash auch im Midgame mal auspacken können, wenn wir den mit einem Wish reinbekommen. Oder Kadio ein bisschen healen können. Ja. Ich sehe den Wish. Wish Roost, Earthquake, Will Wingbeat. Das ist das Set. Was will ich mit Defog, wenn meine einzige Hazard Week... Ja, ich habe keine Hazard Week. Das, was am Hazard Weeksten ist, ist mein Mack. Also, nee. Ich brauche gar keinen Defog. Was belabere ich eigentlich? Hazard Removal ist für die Schwachen. Wir sind auf 299 Speed. Das ist ein Punkt schneller, als es Max Speed Rotom wäre mit 298. Wenn ich nicht komplett lost bin. 298 ist ein Speedwert, der in meinem Kopf drin ist. Und deswegen, ich prüfe den lieber eben mal nach. Aber der sollte so stimmen. 298, genau. Einmal ganz knapp schneller. Heißt, wir sind ganz cool unterwegs. Unsere Moves, die wir haben, sind Erdbeben und Dual Wingbeat als Attacking Moves. Dual Wingbeat ist ganz geil, weil der halt, ist halt ein Flying Step, ne? Der trifft sehr vieles neutral. Die Sachen, die ich damit nicht neutral treffe, treffe ich mit Earthquake. Was ich gar nicht treffe, ist Rotom. Das ist ein bisschen doof. Aber, ach, wisst ihr was? Scheiß auf Wish, ich spiele Toxic. Ich spiele einfach Toxic auf dem. Ihr könnt mich doch... Ach, komm, gib mir den. Gib mir einfach einen Toxic. So, Problem gelöst. Jetzt treffen wir das Rotom. Wir können das Rotom 1v1. Ist das nicht schön? Wir können das Sylveon Toxic. Dann muss der Healbellen. Und Healbellen ist eine schwierige Sache, die einem persönlich sehr anstört. Also, Healbellen will nicht jeder. Und ein Hyperior zu Toxiken kann auch nicht verkehrt. Wir gehen mit Toxic. Komm, jetzt haben wir alle Moves mal ausprobiert und wir sind jetzt bei Toxic. ich habe die letzten vier in die Death geworfen. Ich bin übrigens Intimidate, weil das ist meine Root Switch in. Ich habe die letzten vier in Death geworfen. Aus dem Grund, dass ich halt physische Hits nehme. Und er hat keinen Download, den ich damit beeinflussen könnte. Also scheiß drauf. Gehen wir in die Death mit den letzten vier. Oder einfach Full Attack, damit unser Dual Wingbeat und unser Earthquake möglichst viel zwiebelt. Dual Wingbeat und Earthquake treffen halt in Kombination eigentlich alles zumindest neutral. Außer halt Rotom. Jetzt haben wir Toxic für den. Scheiß auf alles. Haben wir halt Toxic für Rotom. Meine Fresse. Der braucht eigentlich Wish. Ich habe vor Rotom-Fan gerade einfach zu viel Angst. Rotom, dass ich mal Angst vor einem Rotom-Fan haben würde, das ist ein bisschen kritisch. Man könnte den Dragon Claw spielen oder Outrage, aber dann burnt er mich doch einfach und dann ist alles traurig und der nimmt eh keinen Schaden. Und nee. Nehmen wir das Toxic. Dann haben wir dabei Keldeo mit Leftovers und einem Carmine-Set. So, Keldeo braucht eigentlich nur Hydro Pump und Secret Sword für das Team. Nennt mir einen Mon, das Hydro Pump und Secret Sword frisst. Genau, Sylveon. Ein bisschen zu kritisch. Oder Latios. Latios ist nicht so tragisch, weil auf den Flip-Turn ich einfach. Also ich bringe Kadio rein gegen sowas wie Rhyperior und drücke einfach auf Flip-Turn, während das Latios reinkommt. Dann freue ich mich, weil ich das Latios einfach mit meinem Mack aus dem Leben nehme. Alternativ bringt er Sylveon rein, dann bringe ich einfach meinen Mack rein und freue mich meines Lebens, dass ich jetzt irgendwas Poison jabben kann. Und ist auch alles gut. Also Kadio ist hier ein solides Mon, einfach weil er so viel Druck aufbaut, dass er halt wirklich nur zwei Switch-Ins hat. Und er hat, ja, oder er bringt halt Slowking rein und dann Flip-Turn ich auch und freue mich meines Lebens, dass ich jetzt meinen Mack reinbringen kann. Mack ist sehr geil in dem Game, habe ich das schon mal gesagt. Mack ist cool. Also Kadio Flip-Turn durch die Gegend bringt Mack rein. Und sobald es Mack oft genug reingebracht hat, kann es Carmine und hat Spaß. Außerdem hat Kadio ein sehr geiles Typing. Deswegen bin ich überhaupt erst mit so einem Leftover-Set gegangen und Carmine nicht einfach irgendwie Specs oder so. Hat ein sehr geiles Typing, um das Blastoise zu nehmen. Weil Blastoise mich halt höchstens mit Aurasphäre neutral treffen kann. Ansonsten esse ich halt alles auf. Und das ist sehr geil. Dann kann ich aber auf den Carmine, dann kann ich den Secret Zone. Alles ist cool. Alles ist fresh und freut sich. Ist ein nices Erlebnis, wenn man da ist. Und da freut man sich dann sehr drüber. Und das ist auch schon Kady. Oder ist schnell genug für Base 105er. Das sind halt in dem Team The Root und Miss Mages. Die haben nämlich 339 Speed. Das weiß ich, denn ich spiele Aryu und The Root ist überall. So, weiter geht's mit Raikou. Der hat nämlich auch Heavy Duty Boots. Deswegen dachte ich gerade, hey, holy shit, ich brauche gar keinen Defog. Defog ist für Weicheier. Der Knockoff mich mit dem Team eh nicht. Welches Mann auf dem Team kann Knockoff? Richtig, gar keins. Also es ist halt wirklich gar keins. Keins der Mons von Arno kann Knockoff.
Ich weiß nicht, warum ich Angst vor Jocks hatte. Es schließt sich mir nicht. Wir haben auf jeden Fall Heavy Duty Boots. Wir haben Inner Focus. Hat den Hintergrund, dass ich auch hier keinen Bock habe auf Fake-Outs. Von was? Fake-Outs von was? Ich habe gar keine Fake-Outs. Was, bin ich lost? Ich brauche dringend Hilfe. Ich bringe jetzt Pressure. Ich brauche dringend Hilfe. Was ist hier los? Also, der kann mich ja eh nicht flinchen. Also, ich weiß auch nicht, was gerade los war. Wir kommen hier mit einem Pressure-Raikou rein. Wir haben Signal Beam. Signal Beam trifft sowohl The Root als auch das Latios. Das heißt, ich bin da nicht in so einer Kack 50-50 mit Aura-Sphäre und Shadow Ball gefangen. Ich habe Scald, was das neben Rhyperior so 60% macht, weil Rhyperior einfach absolut busted ist. Das ist ein vielfach effektiver Scald von Base 105 zu Special Attack. Was ist hier los? Also der nimmt den Scald. Aber wir haben den. Wenn wir den gechippt haben, können wir den mit Scald killen. Wir haben Thunderbolt. Das ist unser Stab, der böllert. Und wir haben Volt Switch. Sobald Rhyperior weg ist, können wir auf dem Team rumvolt switchen. Ist das nicht schön? Ich finde das ziemlich schön. Einziges Ding ist jetzt natürlich aktuell, dass solange alle meine Moves noch nicht kennt, kann er es halt nicht reinbringen. Aber sobald er alle Moves kennt, kann er mit zum Beispiel Stack Attacker da auf dem für Trick Room gehen und einfach hoffen, dass ich keinen Burn mit Scald bekomme. Das ist ein bisschen kritisch. Und das ist das einzige Kritische mit diesem Raikou, glaube ich. Raikou kann halt sehr gut sehr viel Druck aufbauen, sobald das ganze Team... Ja, ich outspeed halt alles. Also ich kann da wirklich sehr gut sehr viel Druck aufbauen. Vor allem, wenn das Rhyperior weg ist und ich rumvolt switchen kann. Also, ich freue mich da drauf. Probleme sind halt auch hier wieder die üblichen Verdächtigen, die alle von Mack hops genommen werden. Also kriegen wir das schon hin. Und dann haben wir nämlich auf dem letzten Slot Mack. Und Mack ist mit einer Assault Vest unterwegs, weil er muss hier eh nur spezielle Hits fressen. Wenn er physische Hits fressen muss, dann habe ich was falsch gemacht. Er hat Knockoff, Pursuit, Brick Break und Poison Jab. Knockoff und Pursuit sind unsere Dark Steps of Choice, die halt seine Psychic Types of Choice wegzwiebeln sollen. Außerdem Knockoff generell ein geiler Move. Pursuit, zwiebelt halt, ne, auf den Switch das Lati weg und das Miss Mages und das Slowking. Besonders gegen Slowking ist dieser Pursuit halt geil, weil der recovert sich halt mainly über Generator und ich denke mir dann so, nö man, vergiss es und dann pursuit ich den, dann stirbt er. Und Brick Break habe ich halt für Stack Attacker. Das ist das Einzige, was ich gegen Stack Attacker machen kann mit Mack, weil Mack leider keine Earthquake lernt. Es ist sehr schade. Deswegen muss ich mich jetzt auf Brick Break verlassen. Das macht immerhin ein bisschen Schaden. So im Zweifelsfall kann ich mal Brick Breaken für ein bisschen Schaden. Und dann haben wir den P-Jab. P-Jab ist eine ganz geile Sache. Man hätte natürlich Gunkshot spielen können. Aber P-Jab ist ein Kontakt-Move. Und ein Kontakt-Move hat durch Poison-Touch 30% Chance auf Poison. So. Das stackt jetzt nicht direkt mit Poison-Jab. Also es hat jetzt nicht auf einmal 60%. Aber ich habe einmal 30% durch Poison-Jab. Und ich habe einmal 30% durch Poison-Touch. Das heißt, wenn wir jetzt in den Taschenrechner gehen, jetzt machen wir Mathe. Jetzt rechnen wir nämlich die Gegenwahrscheinlichkeit aus, dass er kein Poison bekommt. Das sind einmal 0,7. Das soll 49% sein, oder? Ja, ja, klar. Da brauche ich gar nicht im Taschenrechner gehen, weil das ist ja wie das mit dem Scald. Also er hat eine 51%, er hat ja quasi eine 51% Chance, wenn er von Poison Jab getroffen wird, gepoisoned zu werden durch einen der beiden Effekte. Und das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Da freut man sich dann drüber. Weil wenn ich jetzt halt sowas wie, nehmen wir an, er bringt jetzt Rhyperior rein, ne? Ich habe ihn schon genockt und er bringt jetzt Rhyperior einfach auf Mack rein, weil ich kann da nichts gegen tun. So, dann frisst er den P-Jab, dann frisst er eventuell einen Poison. Wenn er einen Poison gefressen hat, dann kriege ich ihn auch so gechippt und dann macht das auch nichts mehr, dass mein Poison-Jab vielleicht 4% gegen ihn macht. Dann ist das in Ordnung. Dann freut man sich. Und dann ist alles gut. Dann muss ich nur irgendwie gucken, dass ich nicht verrecke. Und das kriegen wir schon hin, weil wir können Sachen auf Earthquake reinbringen, potenziell möglicherweise. Es ist ein bisschen schwierig mit dem Rhyperior. Ich hasse alles an ihm. Eigentlich liebe ich alles an ihm. Und wir haben auch hier die 160 Speed. Die reichen nämlich für Sylveon und die reichen für alles. Wir sind auf Spedef gegangen mit unserem Investment, nicht auf HP, weil, wie gesagt, wir brauchen halt nur spezielle Hits fressen. Und mit diesem Investment nehmen wir halt Specs, Latios, Draco Meteors, als wären sie nichts. Und das gefällt mir sehr gut. Probleme halt hier für unser Gesamtteam. Rhyperior, weil Rhyperior eine Katastrophe ist. Keine Ahnung, was... wie ich gegen Rhyperior gewinnen soll. Es ist ein bisschen schwierig. Also ich sehe mich in der Lage, gegen das Ding zu gewinnen. Aber es wird schwierig. Und das Ice Pony ist auch ein bisschen kompliziert, weil der halt auch tanky wie scheiße ist und meine Switch-Ins gegen den nicht so geil sind. Stack Attacker kann ein Problem werden, kann man aber handeln. Müssen wir gucken. Also, das sind so die großen Dinger. Wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass ich mit meinem dass mein Mack ein bisschen overwhelmed wird und ich dann am Ende nicht mehr durch das Felinara durchkomme. Das könnte ein bisschen gruselig sein. Aber solange ich halt am Ende mit... Solange mein Gameplan ist, am Ende mit meinem Durengard durchzugehen, sollte das nicht passieren können. Es sollte nicht passieren können, also solange ich nicht irgendwas Dummes mache, ist alles gut. Ob ich was Dummes mache, sehen wir dann gleich im Game. Wir sehen uns gleich. Hallo und willkommen. Was warum? Hallo und willkommen. Ich habe doch eh das Teambuilding vorgeschnitten. Also, hallo und wir sind jetzt im Game gegen Arno Zumaro. Und ich drücke jetzt hier auf Accept.
versus Arno, V3 ist das richtige Team. Genau. Accept. So, keine Spectators allowed. Ich schreibe einmal HF. So, also, Ding ist, ich habe unser Stylish überarbeitet. Und das heißt, ich habe hoffentlich gefixt, dass dieser Kack-Dynamax-Button mitten in allem ist. Eventuell habe ich es auch schlimmer gemacht. Das ist eine Alternative. Also, als ich es getestet habe, lief es gut. Aber da habe ich auch nicht so weit rangezoomt. Also, vielleicht ist es jetzt alles viel schlimmer. Das wäre doof. So, wir haben hier auf jeden Fall ein Team. Wir haben kein Rhyperior und das ist super geil. Holy shit, wir haben kein Rhyperior. Was ist hier los? Kein Rhyperior, kein Zerud. Kein Lati. Alter, ihr glaubt gar nicht, wie frei Mack auf einmal ist. Ihr glaubt gar nicht, wie frei der auf einmal ist. Okay. Wir haben Rotom, das habe ich schon irgendwo gesehen. Duncan sieht gar nicht so geil aus, wie ich es mir erhofft habe, aber der kann im Late Game trotzdem gewinnen. Ich brauche den auf jeden Fall. Es sieht solide aus. Keldeo ist... Holy shit, Keldeo. Ich muss halt Slowking loswerden, aber den kriege ich halt getrappt. Amazing. So, jetzt sind die Sachen... Also, er hat Defog und Spin. Er hat selbst keine Jocks. Heißt, er hat nichts... Es kann ihm scheißegal sein eigentlich mit den Hazards. Ich könnte Dorcas Lead und direkt für Hazards gehen. Die wären halt schon geil, aber ich würde halt direkt das Blastoise inviten. Deswegen würde ich sagen, mein Lead ist, glaube ich, hat keinen Ground-Type. Ich kann Free-Volt-Switchen mit Raikou. Ist deswegen Raikou einfach der Lead für den gratisten Volt-Switch meines Lebens. Ich glaube schon. Ich glaube, es ist einfach Raikou. Wieder Blastoise, das ist perfekt. Das ist perfekt. T-Bolten werde ich hier nicht. Ich werde hier schön raus Volt-Switchen. Genau. Ja, es ist unter den Moves. Okay. Puh. Okay. Muss ich aufpassen, dass ich außerdem draufklicke. Dann Volt-Switchen wir hier mal raus. Aber ganz schnell. Der nimmt halt einen T-Bolt. Ich will nicht unbedingt den ganzen Chip-Damage fressen. Ich mag mein Healthy Raikou. Und ich kann einfach mal in mein Keldeo-Volt switchen. Weil solange er nicht Auras fährt, take ich halt den Hit. Und dann ist alles fein. Also Volt switchen wir hier mal raus. Machen halt super viel Schaden damit gegen Blastoise. Und er hat halt keinen Volt Switch-Absorber. Hat er nicht. Und das gefällt mir sehr gut. Die Mons, die reinkommen könnten, wären Glass Trier. Oh, da ist es doch schon. Ist das Assault Vest? Lass mich das kalken. Das ist so Assault Vest. Ich fühle das gerade richtig in meinem Körper. So, wir haben hier Raikou Sokka. Sokka, da ist sie. Oder er, oder was auch immer. Und wir haben da Glass Cheer. Are you Tank? Ja, das ist definitiv mehr als Are you Tank. Ist der einfach nur Max HP? Und nimmt das deswegen? Nee. Der ist sehr Assault West, glaube ich. Der ist sehr Assault West. Ja, der ist sehr Assault West. Der ist sogar noch Spedef invested. Okay, dann Volt switchen wir mal raus. Und die Frage ist jetzt hier auf wen? Man könnte hier auf Keldeo gehen. Wie gut nimmt Keldeo den denn? Keldeo. Ich nehme den ganz gut und ich kann Secret Sorten. Dann sehe ich mich da. Dann sehe ich mich da sehr. Und dann würde ich sagen, ich Secret Sort den mal einen rein. Wenn er jetzt was auswechselt, kann ich immer noch Flip turn. Von daher fühle ich mich mit Secret Sort relativ sicher. Und ich habe Leftovers. Jojo, Secret Sword passt. Secret Sword passt. Geht ins Slowking Gala, war zu erwarten, Karl der Große. Ist in Ordnung, jetzt Flip Turn nicht raus, weil der hat halt keinen Teleport. Das heißt, wenn er drin bleibt, kann ich in Brian gehen und wenn er auswechselt, kann ich reagieren. Also Flip Turn super safe. Und schneller als ich ist der nicht. Außerdem hat er Quick Claw. Wäre ein richtiger, weirder Move. Und ich würde es auch nicht appreciaten, aber grundsätzlich nehme ich das. Und Volt Switch hier, Flip Turn hier einfach mal raus. Freue mich dann meines Lebens, dass ich das Slowking getrappt bekomme. Alternativ freue ich mich meines Lebens, dass ich irgendwas Effektives reinbekomme. Wie zum Beispiel mein Raikou wieder. Also mal gucken. Ich meine, wenn Sylveon kommt, gehe ich auch in Mack. Und ich Poison Jab halt einfach auf das ganze Team, weil Poisons sind geil auf dem. Und der nimmt halt super viel Chip und alles. Der ist super nice. Also ich habe ein sehr geiles Matchup. Ich habe im Teambuilding gesehen, Alter, Also Rhyperior nimmt mich komplett hops, aber es ist einfach nicht hier. Es ist einfach nicht hier und das ist so geil. Ich muss halt nur gucken, wie ich meine Rocks rausbekomme oder wo ich meine Rocks rausbekomme. Das könnte nämlich ein bisschen schwierig werden, aber grundsätzlich fühle ich gerade alles. Ich fühle alles sehr. Flip Turn raus auf den. Er ist drin geblieben, das heißt, wir gehen in Mack. Gucken, was er vorhat. Trick Room. Tu das. Also halt legit, tu das. Wie viel mache ich mit Pursuit gegen den? Mack. Lola. Ich finde es weird, gegen mich Trick Room zu bringen, aber I guess kann er machen. So, Mack Lola, dann haben wir da unseren Brian. Der macht gegen ein Slowking Gala.
So. Na, Pursuit ist gar nicht mal so strong. Wenn er nicht für Steph Invest wäre, könnte er nicht auswechseln. Ich glaube, Knockoff ist hier der Way to go. Ja, ja, der ist es. Knockoff ist hier der Way to go. Ich will auch nicht, dass der Colbert ist, weil er uns keine Lefties gezeigt. Der ist auf jeden Fall nicht Assault West, weil er hat Trick Room eingesetzt. Ich kann ihn nicht richtig einschätzen. Oh, er hat Earthquake. Okay, interesting. Knockoff kommt. Er droppt leider nicht. Und er ist... Oh, das Item. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil jetzt kann er einfach auf mir Earthquake. Will ich ihm hier meinen Mens reinwechseln? Eigentlich brauche ich das Mens. Aber eigentlich halt auch nicht. Wäre es halt geil, wenn wir Ice Shard auf Donphan hätten. Haben wir leider nicht. Wir müssen noch ein paar Turns aushalten. Und ihm hier Brian zu geben, ist eine absolut doofe Idee. Mens ist mir aber wichtig. Oder ich gehe in Mens und double auf Dorcas. Ich habe halt die Custap. Aber das hilft mir, glaube ich, relativ wenig. Ich glaube, ich muss hier auf Donphan gehen. Ich gehe auf Donphan. Ich will nicht in Mens gehen. Wenn ich in Mens gehe, dann verliere ich meinen Switch-In auf Embor, wenn er mich Eisbeamen sollte, was er könnte. Tut er aber nicht. Er geht nochmal für Earthquake. Okay, ist in Ordnung. Ist absolut in Ordnung. Bist du halt voll physisch, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Ich kann es aber erkalken am Earthquake-Damage. So. Das Earthquake hatte nämlich 40% gemacht. So, der ist auf jeden Fall fürs Attack invested. Aber nicht full invested. Der ist nur ein bisschen invested. So, der ist kein Water-Type, aber der ist auf plus 2 Special Attack. Der wird ordentlich reinböllern. Ich gehe für Stealth Rocks in der Hoffnung, dass er irgendwie auswechselt und irgendwas Dummes macht. Weil ich denke mir halt, der hat Angst vor Ice Shard. Der geht jetzt raus auf Glass Sphere. So, das ist das, was ich mir gerade denke. Und wenn er Donphan killt, dann ist das schade. Dann kriege ich keine Jocks. Aber es ist auch nicht extrem tragisch. Ich darf ihm auf jeden Fall meinen Mug nicht einfach so geben. 60% HP Mug ist immer noch wertvoll. Ist halt nur sehr schade, dass er den Knockoff getaked hat. Die Weakness Policy geprockt hat. Ich bin aber sehr froh, dass ich nicht auf Pursuit gedrückt habe, weil das hätte echt in die Hose gehen können. Wäre geil gewesen, wenn ich Shadow Sneak gehabt hätte. Das wäre echt geil gewesen. Knockoff into Shadow Sneak und Karl der Große wäre weg gewesen. 40,5% ist halt ordentlicher Schaden. Der hat auf jeden Fall irgendwie Attack Investment. Aber ich weiß halt nicht, wie viel. Wenn mit 40,5 nur Joel ist, muss er halt nicht so viel haben. Aber ich weiß nicht, ab wann es Sinn ergeben würde. Der ist auf jeden Fall nicht voll fürs Attack. Das ist er nicht. Und er hat tatsächlich Angst vor dem Eisschad. Ich krieg meinen Rock. Geil. Da ist er. Der Tarnstein. Gehen wir jetzt wieder auf Keldeo. Wait a second. Wir haben jetzt hier unser Donphan. Der droppt zu Glass Trier's Hit, richtig? Glass Trier. Are you Tank? Der killt mich einfach mit Icicle Crash. Genau. Der killt mich einfach. Will ich deswegen auswechseln? Ich könnte halt auf Keldeo gehen. Könnte man machen. I guess why not, ne? Ja, wir gehen auf Keldeo. Komm. Rein mit Keldeo. High Horsepower. 42%. Ich take noch eine zweite. Kein Ding. Ich gehe für mein Secret Sword. Ich habe die Jocks. Die Jocks sind geil. Ich bin großer Fan der Jocks. High Horsepower gedrückt. Ich hätte knocken können. Ich hätte ihm einfach seine Assault Vest klauen können. Mit Donphan. Aber ich dachte mir ja so, nee, ich behalte das Donphan nochmal. Er hat noch einen Volt Switcher, den ich eventuell absorben kann, wenn er eventuell gescarft sein sollte, was er wahrscheinlich nicht ist. Ich rechne mit Fist Death. Aber ich könnte da was absorben. Ich habe seinen Trick Roomer Super Low. Der hat halt Generator, der kommt nochmal rein. Dann mit Jocks ist der auf 20% oder sowas. Also wäre es auch kein guter Switch-In auf Keldeo an der Stelle. Da kommt Rotom Fan, das Windkraftwerk. Frisst ein Secret Sword. Hat es Leftovers? Hat keine Leftovers. Oh, jetzt müssen wir mal was kalken hier. Keldeo. Was ist das für ein Rotom? Ist das Scarf Rotom? Rotom Fan. Secret Sword hat 23 gemacht. Der ist auf jeden Fall ein bisschen HP invested. Ein bisschen sehr HP invested, aber er könnte immer noch ein Scarf Set sein.
Hydro Pump würde ihn halt killen. Aber wenn er gescarft ist, wäre halt sehr bitter. Heißt, ich gehe erstmal auf Raikou. Raikou takt auf jeden Fall einen Hit, weil ich resiste seine beiden Stabs. Geht für Pain Split. Okay. Sowas also. Sowas also. Raikou. T-Bolt macht 40. Ich glaube, ich sollte hier raus Volt switchen. Und vielleicht mal Donphan reinbringen. Jo. Ausgevolt switchen, bringen Donphan rein. Für einen Wisp. Okay. Also, okay, weiß ich nicht, aber ich krieg auf jeden Fall meinen Knockoff damit. Außer er slash flincht mich jetzt einfach. Das wäre bitter. Jetzt der Wisp. An der Stelle der Wisp. Gutes Ding. 36% habe ich auf jeden Fall mit dem Volt switch gemacht. Das ist auf jeden Fall Max HP. Max Speed, Max HP, irgendwie sowas Lustiges. Nicht unwahrscheinlich. Aber dann hätte ich den gerade Hydro Pumpen können. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich hätte die Hydro Pump wahrscheinlich eh gemisst. Aber er hat eh nur Pain Split eingesetzt. Also Hydro Pump wäre es an der Stelle eigentlich gewesen. Hydro Pump wäre es an der Stelle gewesen. An seiner Stelle würde ich jetzt hier in Blastoise gehen. Aber ich kann ihn gerade nicht so gut einschätzen. Wir kommen auf jeden Fall dem Punkt gerade deutlich näher, an dem wir mit Iggy Slash gewinnen können. An seiner Stelle würde ich jetzt Blasters reinbringen. Du stehst dem geburnten Donphan gegenüber, du kannst die Rocks jetzt entfernen. Ja, da ist es. Hallo Blastoise. So, und weißt du, wo ich gar keinen Bock drauf habe? Darauf, dass du einfach meine Rocks entfernst. Ist Stealth Rock Spam mein Play? Maybe. Ich glaub's aber nicht. Kann ich Keldeo hier reinbringen? Keldeo. Rory gegen Blastoise Mega. Offensive Wallbreaker. Aurasphäre macht halt 58%. Das plus Rapid Spin würde schon sehr zwiebeln. Ja, ich kann hier nicht einfach reinwechseln. Heißt, ich gehe einfach für Earthquake Damage, oder? Ja, ich brauche den Damage auf dem. Ich gehe für Earthquake Damage. Er geht für den Water Pulse. Okay, dann behalte ich meine Rocks. Das ist cool. Dann gehe ich jetzt wieder auf Raikou. Wie viel mache ich mit Raikous T-Bolt jetzt? Ja, mit T-Bolt. 73%. Volt Switch killt nicht. T-Bolt halt auch nicht safe. Ich glaube, Volt Switch ist es an der Stelle. Ja. Und wenn er drin bleiben sollte, gehe ich auf Keldeo. Wenn er drin bleiben sollte, gehe ich auf Keldeo. Der Water Pulse. Ich werde ihn ein bisschen gezwiebelt. Ich hätte den Chip gerne auch noch auf dem Ding gesehen. Aber wenn er halt noch einmal auf Jocks reinkommt, ist er in Range von T-Bolt. Und er weiß halt noch nicht, was ich für ein Item habe. Er hat meine Boots nicht gesehen, weil er keine Hazards gelegt hat. Boots übrigens super useless, wenn er keine Hazards mitbringt. Warum habe ich über Boots? Hätte ich mal irgendwie einen Expert-Belt oder so gehabt. Und wenn er halt in sein Glass-Trier gehen möchte, soll er das machen. Er nimmt halt Jocks-Damage und den T-Bolt. Und dann kann er das auch nicht ewig machen. Außer er ist Boots plus sehr viel Spedef-Investment. Ich habe einfach in Kalk reingeschissen. Das wäre dann doof. Aber ich Volt-Switche ja eh. Also passt das. Mein T-Bolt hat leider nicht genug Schaden gemacht. Er geht auf Glastrier. Und er ist Assault West. Okay, hier kommt ein Volt-Switch nochmal. Sehr, sehr, sehr schön. Und dann gehe ich auf Keldeo Jizzlute. Gönn mir ein paar nice Leftovers und drück nochmal auf mein Secret Sword. An der Stelle könnte man Carmine, aber er hat das Sylveon noch, also lassen wir das. Ich Secret Sword. Wie viel nimmt mein Mack genau von Mack Lola? Die nehme ich ganz genau von Sylveon, wenn er so ein Fistef Sylveon wäre. Cleric Sylveon. 24%, also ich komme nochmal auf den rein. Okay, das ist das, was ich wissen möchte. Da kommt es. 12%. Secret Sword macht 27%. Der ist nicht Fistef, der ist Specs. Oder? Keldeo. Der ist halt nicht Fistef, der ist der Offensiv. Also er ist auf jeden Fall nicht Fistef. So, das wissen wir.
27% habe ich den gemacht. Ja, das ist irgendein offensives Set. Dreck. Okay, dann würde ich sagen, wir flip-turn hier mal raus. Und wir brauchen Brian eh nicht mehr. Heißt, wir flip-turn mal auf Brian. Mal gucken, vielleicht hat er mich doch vertan, vielleicht ist das Bedeff irgendwas Lustiges. Sing. Oh. Interesting. Interesting. Blunder Policy Sing. Cooles Ding. Gefällt mir. Ich gehe jetzt für meinen Poison Jab, denn ich habe keine Lust auf deine Existenz. Du müsstest hier nochmal für den Sing gehen. Das wäre super riskant von dir. Willst du es probieren oder willst du es eher nicht probieren? Finden wir es heraus. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ding, weil ich kann mir sehr... Er geht nochmal für Sing und er trifft es auch noch. Ich werde hier versuchen, direkt aufzuwachen. Das ist jetzt bitter. Weil ich müsste sonst Aegislash reinbringen. Mit dem will ich eigentlich gewinnen. Ich meine, ich kann halt auch mit Raikou gewinnen, aber halt nicht, solange das Slowking da ist. Von daher stört mich das gerade. Dass er jetzt hier den Sing gehittet hat. Hätte das Sing direkt gehittet, wäre ich da auch voll dabei gewesen. Oh, er geht für Carmine. Wait. Du killst mich nicht. Wenn ich jetzt aufwache... Yes, okay, wir haben Mercedes gekillt. Das ist wichtig. Das ist tatsächlich wichtig. Okay. Jetzt kommen wahrscheinlich Blastoise und Spind auf mir. Oder er hat keinen Spin auf Blastoise. Aber ich würde halt Spin auf Blastoise spielen. Er killt mich mit einem Spin, ne? Mac, Lola, Brian versus Blastoise. Geben wir ihm einen Rapid Spin. Ja, der killt mich mit Spin. Also der sollte einfach in Blastoise gehen und auf mir spinnen, die Rocks entfernen, sich einen Speedboost holen und Magga mitkillen. Das ist jetzt hier sein Play, weil dann wird es sehr kritisch für mich. Dann müsste ich mit Kaldio reinkommen. Holy shit, verliere ich dann einfach gegen den, wenn er jetzt auf mir spinnt? Muss ich hart Iggy Slash gehen auf dem? Ich glaube, wenn der jetzt in Blastoise geht, muss ich hart Iggy Slash gehen, damit er nicht spinnen kann. Und dann habe ich keinen Aegislash mehr zum Gewinnen. Aber es sollte nicht so tragisch sein, weil sein Team gechippt genug ist, damit ich am Ende mit Mance gewinnen kann. Ja, ich glaube, ich muss ihm actually Aegislash hergeben, wenn er jetzt in Blastoise geht. Einfach, damit er keinen Rapid Spin bekommt, weil ich gucke auf mein Team und sehe, holy shit, der nimmt mich hops. Wenn jetzt Blastoise kommt, ich gehe sofort auf Aegislash. Aber sowas von. Würde ich mit Aegislash danken in der Shield-Form einen Dark Pulse nehmen. Würde ich. Also wenn er spinnt und ich krieg Aegislash rein und ich kann dann auf dem... Dann könnte ich auf ihm Atotomizen. Wie viel mache ich gegen Emboar? Er geht jetzt in Emboar. Okay. Will ich in Kenneth gehen, damit ich Brian noch als Sack hab? Nee, ich will nicht, dass er jetzt Headsmasht. Ich will, dass er jetzt Headsmasht. Hier, kill meinen Mag. Versuche ich jetzt zu Headsmashen und hau den daneben. Kill Mac. Mach das. Mac hat jetzt schon sehr viel getan. Geht für Focus Blast. Ist ein spezielles Set. Okay. Interessantes Manöver. Rotom Fan ist in Range von Stone Edge von Salamence. Und daher würde ich jetzt sehr fühlen, einfach auf Mance zu gehen. Und auf den Dual Wing Beat zu drücken. Ja. Da sehe ich mich. Hier kommt mein Dual Wingbeat. Ich bin Adamant Mance. Focus Blast. Spezielles. Warum speziell? Wahrscheinlich wegen HP Ice für Mance. Aber spiel doch einfach Head Smash. Kann er nicht Head Smash? Bin ich gerade lost? Da kommt Blastoise. Okay, wie gut nimmt er eine Dual Wingbeat von Adamant? 16, 17. Salamence. Also, wenn ich nochmal die gleiche Roll bekomme, gewinne ich. Kill ich. Kenneth. Versus. So, Mega Blastoise. Dual Wingbeat. Der ist Full HP, ne? Der ist sogar Fist-Death in irgendeiner Form. Wenn er voll Fist-Death wäre. Nee, dann kommt der Damage gar nicht mehr hin.
darf ihn halt aber, wie gesagt... Nee, ich muss hier auf Aegislash gehen. Ich darf ihn nicht spinnen lassen. Ice Beam. Crit. Das könnte bitter sein mit dem Crit. Aegislash. Das könnte tatsächlich bitter sein, dass das jetzt gekrittet hat, weil ich glaube... Nee, ich bin immer noch nicht in Dark Pulse Strange. Nee, warte, der ist nicht mehr modest. Na, jetzt bin ich knapp in Dark Pulse Range. Der Crit hat tatsächlich gemattert, wenn das in der Dark Pulse jetzt killen sollte. Ich gehe für Autotomize. Wenn der Dark Pulse mich jetzt killt, hat der Crit gemattert. Ist eine Row jetzt. Ich gehe für meine Autotomize, weil ich glaube, ich bin in einer sehr guten Position. King Move von ihm wäre jetzt Hard Embor. Aber wenn er jetzt tatsächlich Dark pulst und ich lebe, dann sollte ich das gewonnen haben. Embor. Ich bin sogar schneller. Interessant. Hat Earthquake. Ja, das ist sogar noch besser. Das ist ja sogar noch besser. Ah, der ist Min-Speed wegen Trick Room. Ah, das ergibt Sinn. Okay, ich kill Embor sowieso nicht auf plus 2 Attack. Ich bin noch in der Shield-Form, nevermind. Ja, ich kill den. Dann fange ich jetzt an, hier durch zu Shadowclawen. Kill ich Blastoise mit einer Shadowclaw? Blastoise. Mega. So. Der ist irgendwie Death-Invested in irgendeiner Form. Ja, aber Shadow Claw killt trotzdem. Alles safe. Zack, Shadow Claw. Plus 2 Speed, plus 2 Attack. Was willst du tun, hä? Was willst du tun? Earthquake war nicht dein Play, mein Junge. Hätte es lieber Water Pulse gedrückt. Weil jetzt werden Leben genommen. Rotom Fan? Ich glaube ja nicht, dass du auf der Range mit plus 2 Shadow Claw lebst. Zack, dead. Zweiter Kill für Aegislash. Embor Close Combat, weil das stärker ist als Shadow Claw. Last Tree Iron hätte ich halt einfach. Und Slow King kill ich auch. Ja, das ist over, das habe ich gewonnen. Hier Shadow Claw. Okay, Aegislash hat am Ende doch gewonnen. Nicht auf die Art und Weise, auf die Art und Weise, wie es sollte. Eigentlich hatte ich halt Dark Pulse erwartet, aber er hat Earthquake gespielt. Also noch besser für mich. Einfach noch besser für mich. Und das Autotomize halt, ne? Ich glaube, als er Totomize gesehen hat, dachte er sich so, oh fuck. Shit, mein Leben ist over. Trick Room. Gegen mich. Also meine ersten 6 Mons im Kader sind alles Trick Room Mons. Ist ja crazy. Da kommt Embor. Ja, okay, der stirbt halt zu Shadow Claw. Zack. Muss ich nicht mal mehr Close Combatten. Er hofft sich gerade, dass er Slow King genug hochrecovern kann, um Shadow Claw zu leben, oder? Sorry, Junge, wirst du halt nicht. Du wirst halt die Shadow Claw nicht überleben. Zack, Karl der Große tot. Ich muss euch immer mal andere Moves zeigen. Okay, jetzt werde ich Iron Hand. Einfach, um mal einen anderen Move gezeigt zu haben als Shadow Claw. Aber das ist ein sehr solides Game von mir, würde ich sagen. Das lief doch für Team Schottland. Das lief doch für Team Schottland. Hier, wir drücken Iron Head und weg ist das Last Tier. GG. Nice. Nice. Ich share mal das Replay. Das kann keiner sehen, weil es ist ja, ne, es ist jetzt unter dem Link, könnt ihr es jetzt nachgucken, aber an dem Punkt ist eh egal. Aber nice. Okay. GG an Arno. Es waren viele Dinge da, die ich nicht erwartet habe. Also die Mons, ne, die habe ich alle in irgendeiner Form gesehen. Das waren alles viable Mons, aber wir haben ein bisschen. Also, dass er Lati nicht mitgenommen hat, kann ich verstehen, ne? Lati ist absolut schrecklich gegen mich. Aber ich war ja trotzdem drauf gepreppt, weil ich bin ja nicht bad in dem Spiel. Aber dass Rhyperior nicht mitgekommen ist, hat mich extrem geflasht, weil Rhyperior hätte super viel Work gemacht. Aber gut, ich nehme das so und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal gegen ein anderes Team. Und zwar ist das... Welches Team ist das denn? Lass es mich eben nachschauen. Ich scroll gar nicht. Ich gucke eben hier... So, Spielplan. Nächstes Mal ist Schweden. Oh, ich weiß gar nicht, wem Schweden gehört. Deswegen gucke ich gerade auch mal eben nach, wem Schweden gehört. Schweden gehört Bazzi. Okay, nicht Bazzi, das wäre anders. Wir sehen uns dann bei diesem Kampf. Bis dann. Tschüss.